die weltumspannende Logistik, die verursacht natürlich auch CO2-Emissionen, und zwar nicht zu wenig. Umso wichtiger ist es, dass immer mehr Unternehmen sich sagen, hey, wir wollen diese Emissionen senken, im besten Fall sogar ganz auf Null senken, und dabei hilft die Lean and Green Initiative. Nicht nur in der Schweiz, also es sind unterdessen 15 Länder angeschlossen, über 600 Unternehmen. Neu am Start ist in diesem Jahr zum einen die Capelli Logistik AG. Wir wollen eigentlich ab Mitte des Jahres komplett zu 100% auf fossilen Diesel verzichten. Okay, gut, das ist schon mal eine Ansage. Nestle Swiss SA, heute vertreten durch Bernard Gönny. What do you hope to gain from the Lean and Green community now? Actually, a lot of knowledge, also a lot of support from our partner, but we can also give back this support to our different logistic partners, and some of them are here tonight and some of them will stay on stage tonight. So that's great. Die Sparhandels AG, herzlichen Glückwunsch zum First Star Award. Ich denke, es ist ein dauerhaftes Thema. Wir haben zum Beispiel jetzt die Kühltechnik oder Gebäudeisolierung massiv vorangetrieben, PV-Anlagen. Die Einsparungen, die wir daraus erzielen konnten, die sind massiv. Und jetzt wird's richtig steil. Der dritte Stern, Peter. Und das ist ja schon wahnsinnig, was ihr für ein Tempo vorlegt. Also wenn ihr so schnell liefert, wie ihr hier abliefert, dann Potzblitz. Wie habt ihr das geschafft? Kernaufgabe war die Fahrerschulung. Und dort haben wir Erfolge erzielen können, dass die Fahrer ihren CO2-Verbrauch wirklich durch ihre Fahrweise optimiert haben. Wir sind aber gleichzeitig auch technologieoffen. Das heißt, aktuell ist Elektro das Steckenpferd. Was es in 5, 6 Jahren sein wird, ist momentan noch schwierig abzuschätzen. Wir wollen grün sein, aber schlussendlich auch wirtschaftlich erfolgreich.